die Hauptgründe sind natürlich ganz oft des Fachkräftemangels, den wir da draußen finden. Also einfach einen Weg zu finden, wie kann ich meine bestehenden MitarbeiterInnen glücklich machen, zufriedenstellen, wie kann ich aber auch auf der anderen Seite für bessere Entlastung und Belastung sorgen, also auch Krankheitstage reduzieren und wie kann ich eigentlich die offenen Stellen, die ich habe, besser und schneller besetzen. Ich glaube, da findet gerade so ein Kulturwandel in dem Alter oder in den Kreisen, bei mir zumindest und hier auch in Berlin statt, dass wir die Arbeit schätzen, aber das Überarbeiten nicht mehr schätzen. Ja, ich denke, einfach wird es schon nicht. Ne? Man muss ja das, was man jetzt in 5 Tagen macht, muss man dann in 4 Tagen machen. Und ich denke, man muss schon einiges umplanen und muss organisieren anders, damit das auch gut läuft dann. Da geht es halt um Optimierung von Prozessen, um Verringerung von nicht effizient genutzten Zeiten, zum Beispiel irgendwelche Leerläufe. Also die Prozessabfolge, die muss immer besser aufeinander abgestimmt sein und muss immer besser folgen. Sollte in dieser Testphase natürlich an irgendeinem Punkt auftreten, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, dann ist der Test somit gescheitert und wir gehen ja dann wieder in den, ich sag mal, aktuellen 5-Tage-Modus über.